Moin Leute, heute geht es um einen weiteren Shortcut und zwar ist das Steuerung N. Und man hat es schon hier oben gesehen. Und ich mache es nochmal. Zack, Save to Dummy Idee 4 und Save to Dummy Idee 5. Steuerung N speichert nämlich euer ganzes Projekt als neue Version. Sie speichert euer Projekt nicht in derselben Datei wie das vorige gespeicherte, sondern nimmt den ganzen Zustand und erstellt damit eine neue Datei. Bedeutet, ihr behaltet den alten Zustand und habt dazu noch den neuen Zustand. Bedeutet, ich kann jetzt einfach Steuerung N machen. Zack, hab hier dann eine sehr dumme Idee. Und zwar nehme ich hier. Ups. Ich habe hier nämlich ein Piano. Jetzt nehme ich. Konvolver. Okay, gut. Und jetzt kann ich mir zum Beispiel, zack, dumme Idee 6, Saved Changes, nope. So, und jetzt wird das reversed. Und, alles ist wieder ganz normal. Und ich habe auch noch alles gespeichert. Easy. Und so ist es halt sehr wichtig, vor jedem wichtigen Schritt zu speichern und jede Version zu behalten. Zum Beispiel, ihr hattet meine Idee, habt die dann verworfen, denkt, boah, nee, ich würde wieder gerne zurückgehen zu dem Zeitpunkt. Ja, dann habt ihr zwar am Ende ungefähr 120 Versionen, aber ihr habt auch alles gespeichert, was ihr jemals hattet und ihr habt euch allen möglichen Stress erspart, irgendwie wieder zurückzugehen. Weil man kann, ich glaube, auch nur 30 Schritte hier zurückgehen oder so. Ich, allein das Zurückgehen mit den Schritten finde ich sehr, sehr merkwürdig hier. Egal, das war's auch schon mit dem Shortcut.